ja auch nicht spritzig genug wie alle Deutschen. Das ist der Stand, bevor der Weltcup-Führende hier im ersten Durchgang über die Schanze geht. Andi Witthölzl wieder einmal gut. Hatte in Iron Mountain ja beim zweiten Sprunglauf viel, viel Pech mit dem Wind. Und der Sprung von Ari-Pekka Nikolaner, der bringt ihn auch nicht dorthin, wo er eigentlich hin will. Nämlich an die Pole Position. So nach dem Motto, das Leibchen kennzeichnet meine Position. Fünfter Platz, damit ist er aber wieder mit dabei. Trotz alledem ein erster Durchgang.